Hallo, moin moin und guten Tag. Hallo YouTuber. Heute bin ich im Angelpark Tellingstedt. Eine Anlage, die der Volker Pahl vor ungefähr anderthalb Jahren, Anfang 2012, übernommen hat und seitdem einiges hier umreißt und einiges umbaut. Tolle Anlage mit tollen Fischen, werdet ihr gleich auch noch sehen. 22 Euro kostet euch für den ganzen Tag zwei Routen hier an den Forellenseen. Das sind die Seen 1, 2 und 3. Und hier findet ihr Fische, sagen wir mal so zwischen 400 Gramm etwa bis 3 Kilo. Das sind normale Portionsforellen, das sind Lachsforellen, ist aber auch ein gewisser Bestand an Saiblingen drin oder auch mal an Goldforellen. Die Forellenseen 1, 2 und 3 sind alle so ungefähr zwischen 1500 und 2500 Quadratmeter groß, Tiefe ungefähr so um die 2 Meter. Wie gesagt, normale Forellen bis 3 Kilo. Das, was besonders schön ist, sind diese Hütten, die auch da dran stehen. Da kommen jetzt noch mehrere dazu, weil der Holger ja erst die Anlage vor anderthalb Jahren übernommen hat, stehen noch nicht überall welche. Und diese Hütten sind natürlich super klasse, wenn es anfängt zu regnen, kann man sich einfach mal unterstellen. Hier stehen wir jetzt vor dem dritten der normalen Forellenseen. Ungefähr Größe 2.000 bis 2.500 Quadratmeter, wie gesagt 2 Meter tief. Heute angelt hier keiner dran. Wird sehr häufig benutzt, um ja so Veranstaltungen für Angelvereine oder für Firmen oder sowas zu nehmen. Und passen halt immer gut so 15, 20, 22, vielleicht auch 25 Leute dran. Und das macht dann natürlich richtig Spaß, auch mal mit ein paar Leuten zusammen einfach zu angeln. Durch das Tor hier, da darf überhaupt kein normaler Angler gehen. Aber ich bin ja VIP-Gast hier. Und das Tor trennt jetzt den normalen Angelbetrieb, die normalen Forellenseen von den Goldseen. Und das ist eine wirklich tolle Sache. Hier geht es jetzt zu den Goldseen. Das sind zwei Seen, die sind jetzt vor kurzem erst in diesem Sommer zusammengelegt worden aus mehreren verschiedenen Seen. Tiefe ungefähr bis 2,5 Meter. Und das Besondere ist, hier sind große Forellen, Lachsforellen drin, bis 10 Kilo. Also richtige Brummer. Und schicke Saiblinge auch, gucken wir uns gleich noch an, unten im Helterbecken. Das Ganze ist etwas teurer, kostet 29 Euro. Das Wichtige ist vor allen Dingen, es ist getrennt vom normalen Betrieb. Das heißt, man hat hier oben einfach seine Ruhe. Hier kann man sich hinsetzen und hier darf man auch nur rein, wenn man sich eine Karte gekauft hat. Das ist für normale Besucher gesperrt, damit hier nicht irgendwie Betrieb ist und man ständig gestört wird. Und das Prinzip finde ich einfach mal richtig gut. So, und schöne Fische gibt es hier auch. Das sind die, die jetzt gleich in den Goldsee kommen. Buh. Das Besondere an den Goldteichen ist eben nicht nur, dass man keinen Publikumsverkehr hat, sondern auch die Seen haben ein bisschen mehr natürliche Struktur. Dieser untere zum Beispiel hat eine Insel drin, der obere See hat mehrere Buchten und man muss sich einfach ein bisschen mehr überlegen, auch wo sind die Fische. Es ist also nicht kastenförmig, wo die Fische sich überall gleichmäßig verteilen, sondern man muss ein bisschen gucken, woher kommt denn der Wind, wo steht die Sonne, wo drückt der Wind rein und wo könnten sich vielleicht die Fische hingezogen haben. Aber das ist natürlich das, was Angeln ausmacht und was uns eigentlich ja auch Spaß machen sollte.
Das ist jetzt hier der größere und der hintere See von den Goldseen. Sehr gut kann man sehen, dass so kleine Strukturen da drin sind. Das heißt, wirklich sind so wie so Kanäle, kleine Buchten hier, kleine Buchten da, unterschiedlich tief. Man muss so ein bisschen mehr gucken, wirklich, wie an einem normalen, ja, See, an einem Vereinsgewässer. Einfach ein bisschen mehr gucken, wo ist denn der Fisch jetzt gerade, von wo kommt der Wind. Und das ist das, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Der Volker Pahl hat hier versucht, eben einfach was Besonderes zu machen. Finde ich gut, wie gesagt. Aber vor allen Dingen, was ihm ganz, 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 ganz wichtig ist: Sauberkeit, keine Zigarettenkippen, keine Angelschnüre und so weiter hier am Boden. Und zweitens, weitgerechter Umgang mit den Fischen. Wenn hier irgendjemand seine Rute stehen lässt und dann da unten runterläuft, dann gibt das einen richtigen Anschiss. Das heißt, wirklich die Fische, wenn die gefangen worden sind, keschern, abschlagen, töten, dann erst den Haken rausnehmen. Ganz, ganz wichtig. Und eben auch nicht irgendwo eine Rute stehen lassen und dann woanders hingehen und irgendwo anders angeln. Dann kommt, glaube ich, jeder mit dem Volker auch gut aus. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Besuch der Anlage und wie immer, dicke Fische.